Das geht nicht gar nicht. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babo TV. Ich weiß ja, einige von euch, beziehungsweise eigentlich fast alle von euch, wissen, wie man bei so einem Z-Antrieb den Ölwechsel macht. Aber ich möchte natürlich auch die erreichen, die es eben nicht wissen. Und ich habe immer wieder Fragen, wie mache ich das Öl rein, kippe ich das von oben und so weiter. Und heute zeige ich euch, wie das ganz schnell geht. Es ist kein Hexenwerk. Es gibt nur eine kleine Schwierigkeit, die öfter mal auftaucht. Wie man die lösen kann, zeige ich euch in diesem Video. Alle Z-Antriebe von Mercruiser beinhalten zwei Schrauben für Öl. Eine sitzt hier oben, das sieht man hier ganz gut in dem Video, und eine sitzt hier unten, das zeige ich euch gleich nochmal. Da sind zwei so Schrauben drin. Diese Schraube sitzt unten am Antrieb und hat hier oben so ein Magnet dran. Und hier sammelt sich dann auch im Öl Späne, die irgendwo von den Zahnrädern kommt. Wenn ihr die rausdreht und das Ding sieht aus wie ein Igel, richtig, richtig doll, dann solltet ihr auf jeden Fall genauer hinschauen, euch das Öl ansehen. Dann stimmt irgendwas mit eurem Z-Antrieb nicht. Wenn da natürlich nur ein ganz bisschen Antrieb dran ist, ist das nicht ganz so schlimm. Das ist immer so ein bisschen Metall gehobelt wird, fällt Späne. Ne? Ihr kennt das. Das ist bei so Automatikgetrieben oder so, ist auch immer so ein bisschen was an den Magneten dran. Das ist nicht ganz so schlimm. Aber wie gesagt, zu viel darf es nicht sein. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, einen Fachmann fragen. Die zweite Mutter, die hier oben am Z-Antrieb sitzt, die ich euch gezeigt habe, sieht so aus. Hier ist kein Magnet dran. Die ist einfach nur geschraubt und ist im Endeffekt nur die Kontrollschraube oder auch die Schraube, die das Öl nachher rauslaufen lässt, um genug Luft von oben reinzulassen. Also da ist ja so eine Art Vakuum, wie so eine Colaflasche, wenn ihr sie über auf den Kopf dreht, versucht die immer das Öl so in Etappen rauszulassen. Und wenn ihr die oben aufdreht, ist es so, als ob ihr eine Colaflasche in ein Loch reinschießt, dann läuft das im Endeffekt unten schneller raus. Jetzt gibt es eine Geschichte, die ist echt schwierig. Also diese Schraube, die unten sitzt mit diesen Magneten, die sitzt hier unten am Antrieb, die sitzt immer relativ fest. Oder beziehungsweise, wenn der Vorbesitzer meinte, er müsse sie so extrem festknallen, dann kriegt ihr die ganz schwer wieder lose. Also klar, es ist ein Schlitz. Sieht man das jetzt hier? Der ist auch schon so ein bisschen vergriest. Die müsste ich jetzt auch mal ersetzen. Aber mit einem großen Schraubenzieher solltet ihr in die Regel eigentlich aufkriegen. Kriegt ihr diese Schraube nicht rausgedreht, macht da bitte nicht mit einem normalen Schraubenzieher weiter. Ihr kriegt die dann auch nicht raus. Dafür gibt es einen sogenannten Drehmoment-Schlagschraubenzieher. Ich blende euch das Teil mal ein. Ich habe das jetzt auch nicht leider zur Hand, weil ich es nicht brauche bei mir. Das ist ein Schlitzschraubenzieher oder ein Schraubenzieher, auf den ihr einen kleinen Schlag hinten drauf geben könnt. Und in dem Moment dreht, wenn der Schlag auf diese Schraube kommt, dreht er ein ganz kleines Stück nach links und dann habt ihr die Schraube meistens angelöst und dann ist gut. Die Schrauben werden handfest gezogen. Also nicht wieder so bombenfest, dass ihr die nach der Saison nicht aufkriegt, sondern großer Schraubenzieher, ja, handfest, nach fest, kommt ab. Mehr braucht ihr nicht. Immer darauf achten, hier liegt eine Dichtung zwischen, die liegt jetzt hier bei mir noch im Antrieb. Das ist so eine Art Einlegedichtung, die muss dran sein. Wenn ihr immer auf Safe gehen wollt, nehmt ihr die jedes Jahr neu. Oder wenn ihr die ein bisschen kaputt gemacht habt, nehmt ihr die neu. Die Dichtung dann auch, kosten Centbeträge. Ihr dreht zuerst die unten raus, dann kommen tröpfchenweise Öl raus und dann dreht ihr die oben raus. Und während ihr die oben rausdreht, dann läuft es wirklich extrem schnell unten raus. Schnell meine ich jetzt nicht, innerhalb von 10 Minuten ist das Ding leer, sondern da laufen 3 Liter raus in der Regel. Ich lasse das über Nacht meistens auslaufen, dann ist wirklich jeder Tropfen raus. Und dann fangen wir wieder genau andersrum an. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das neue Öl da einlaufen lasse. Für den Ölwechsel braucht ihr Folgendes. Definitiv braucht ihr so eine Pumpe. Diese Pumpe schraubt ihr mit diesem langen Stäbchen hier auf die Flasche. Dazu braucht ihr natürlich das High Performance. Schaut euch das bitte genau an. Nicht das Außenborderöl, sondern bitte das High Performance Gear Loop kaufen, extra für Z-Antriebe. Für Außenborder heißt das anders, da hat das, glaube ich, ein gelbes Etikett. Schaut da bitte genau hin. Und dann braucht ihr so eine Pumpe, die geht übrigens auch für Außenborder. Und dieses Stück kommt dann in die Flasche. Oben ist ein Schlauch und hier ist eine Verbindung, beziehungsweise hier vorne dieser gelbe. Den könnt ihr dann in das Loch unten von dem Z-Antrieb einschrauben und pumpt das Öl wie so ein Mayo-Spender das Öl von unten in den Antrieb hoch. Und das macht ihr so lange, bis hier oben aus diesem kleinen Loch, was hier oben ist, dieses Kontrollloch, bis da der erste Tropfen rausläuft. Ja, bis da sowas, ein kleiner Schwall rauskommt. Dann hört ihr auf. Jetzt bauen wir die ganze Geschichte mal zusammen hier. Nachher muss ich mir wieder anhören, dass ich alles wieder dreimal gesagt habe. Aber es ist mir egal. Dann wisst ihr wenigstens, wie das geht. So, Öl auf. Pumpe rein. Dann passt die hier einmal drauf. Zack. Und so sieht das nachher aus, ne? Was ich ja schon sagte. Mayo-Spender. So, hier ist so eine Kappe drauf. Kann euch auch immer empfehlen, so ein paar Lappen bereitzulegen, ne? Hier ist das alte Öl, das machen wir noch ein bisschen sauber. So.
So, und jetzt pumpen wir, bis es oben rausläuft. Das dauert ein bisschen, weil ihr seht, das Öl ist ja auch relativ dickflüssig und das müssen wir jetzt immer wieder Pumpbewegungen hier machen. Da gibt es garantiert in Werkstätten eine elegantere Lösung, wahrscheinlich mit einer elektronischen Pumpe. Aber für den Home-Gebrauch jetzt so einmal im Jahr Ölwechsel machen, ist das völlig in Ordnung. Kann man auch mal runterfahren, mal über sein Leben nachdenken. Nein, auf jeden Fall, das ist die Lösung. Ihr pumpt jetzt so lange, bis oben das rauskommt. Wenn dann der erste Tropfen hier oben rauskommt, dann könnt ihr hier schon zudrehen. Ja? Ruhig handfest oder so zu, wie ihr meint. Ne? Großer Schraubenzieher, zack. Und dann müsst ihr natürlich unten schnell sein. Ja? Dieses Teil rausdrehen und in dem Moment, wo ihr die letzte Umdrehung habt, eure Schraube wieder rein, also diese hier, ne? Die mit dem Magneten wieder ganz schnell zack rein, sodass da nur ein ganz kleiner Tropfen. Ihr könnt auch gerne einen Stoß mehr geben, weil ihr dann vielleicht unten nicht schnell genug seid. Das müsst ihr so ein bisschen abtimen. Und dann dreht ihr die rein, zack, zack, zack und dreht die rein. Und dann seid ihr fertig. Dann kommt zum Schluss eigentlich nur noch gucken, ob drin der Ölstand passt, weil hier könnt ihr nicht reingucken bei Mercruiser. Meistens ist drin ein Ausgleichbehälter, wo ja so ein Monitor, so ein Kasten, den zeige ich euch nachher auch mal. Da müsst ihr bis zum Strich auffüllen. Meistens kommt es bis dahin schon ein bisschen an. Den Rest könnt ihr drin in diesem Monitor auffüllen, aber das zeige ich euch gleich. Hier ist dieser Monitor, den ich meine. Das ist im Endeffekt nur ein Ausgleichbehälter, sodass ihr den auffüllen könnt und kontrollieren könnt, ob über die Saison Antriebsöl fehlt. Das ist bei Volvo meistens nicht so. Volvo hat ein geschlossenes System, da könnt ihr dann halt, ja, im Wasser geht das wahrscheinlich nicht, halt diesen Füllstab rausnehmen, so einen Peilstab. Und bei Mercruiser, nicht bei allen Mercruiser-Maschinen, nicht, dass jetzt hier die Kommentare kommen und sagen, ich habe das nicht. Ich weiß, bei einigen ist das rund, bei anderen ist das eckig. Und es gibt Motoren, die haben diesen Ausgleichbehälter bzw. dieses Schauglas, haben das nicht. Hier ist sogar schon so ein bisschen was von dem Antrieb bis nach oben gedrückt worden. So ein ganz bisschen ist hier schon drin, das sagte ich ja auch. Und den Rest füllen wir jetzt auf. Bei Mercruiser ist übrigens auch hier unten drin in diesem Ausgleichbehälter ein Sensor. Und vorne die Armaturenbrett fängt dann an zu piepen, falls der Ölstand hier zu niedrig ist. Jetzt sind wir bei einer unteren Linie, das ist das Minimum sozusagen. Und jetzt füllen wir hier auf bis auf Maximum. Fertig, das war es eigentlich schon. Mehr macht ihr dann eigentlich, nein, nicht eigentlich, sondern mehr macht ihr dann zum Getriebeölwechsel, Z-Antrieb. Ölwechsel nicht. So könnt ihr jetzt ins Wasser und der Z-Antrieb, das Öl ist gewechselt. Warum macht man das eigentlich, wenn das alte Öl nach der Saison oder vor der Saison, je nachdem, wann ihr das ablasst, rausläuft und das ist milchig oder da ist irgendwie ist ein Stückchen drin, dann könnt ihr frühzeitig erkennen, ob irgendwo eine Dichtung am Z-Antrieb kaputt ist oder vielleicht ja, ein Getriebeschaden in dem Z-Antrieb bevorsteht. Deswegen macht man das eigentlich. Wenn ihr jetzt in einer Saison wirklich nur wenig fahrt und dann nur so 5-6 Stunden fahrt, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, kann man das aber auch mal vernachlässigen. Ja, ihr habt es gesehen, so schwer ist es nicht, beim Alpha oder beim Bravo One Antrieb Mercruiser das Öl zu wechseln, ist kein Hexenwerk. Wenn ihr euch da nicht ganz blöd anstellt, sollte das eigentlich gehen. Wie gesagt, nur das mit der Schraube ist halt immer so ein tricky Ding. Wie gesagt, da solltet ihr euch so einen Schlagschraubendreher besorgen und dann kriegt ihr die Schraube auch ganz easy raus, ohne dass ihr den Antrieb oder die Schraube kaputt macht. Bei Volvo sieht die ganze Geschichte etwas anders aus, da ist nämlich oben kein Kontrollloch, da wo der erste Schwall rauskommt, was ihr dann zudreht, sondern bei Volvo ist auf dem Antrieb eine Schraube mit einem Peilstab dran. Ich gucke mal, ob ich dann euch dann mal Bilder zu einfangen kann, damit ihr seht, wie das ist. Da müsst ihr genau gucken und da müsst ihr auch wirklich die Flaschen so pumpen, immer wieder kontrollieren, dass das genau wie bei so einem Ölpeilstab von so einem Auto, damit das wirklich genau da zwischen so zwei Strichen ist, dann ist der Antrieb in Ordnung. Wie gesagt, bei Mercruiser ist es ein bisschen einfacher, oben raus, fertig. Ja, dann nur noch Anoden ran, neue natürlich. Je nach Antrieb an verschiedenen Positionen. Bitte schaut da genau. Ich habe hier heute gestern gerade jemanden im Hafen gehabt, der keine Anoden dran hatte, bevor er ins Wasser gegangen ist. Habe gesagt, willst du da keine Anoden dran machen? Solche Sachen sind immer ganz wichtig. Und dann natürlich Antifouling für den Antrieb. Wichtig, kein kupferhaltiges Antifouling auf den Antrieb, denn Kupfer reagiert mit Aluminium und der Antrieb ist aus Aluminiumdruckguss. Das würde dann sich irgendwann ja, kaputt fressen. Da gibt es spezielle Antifouling. Was ich davon halte, habe ich euch schon mal in einem anderen Video gesagt. Absoluter Schwachsinn. Meiner Meinung nach kannst du darauf schmieren, auf die Antriebe, was du willst, denn alle Antifouling ohne Kupfer funktionieren nicht, beziehungsweise kann man sich sparen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Wenn nicht, dann sagt mir gerne, was euch daran nicht gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon fertig seid. Und dann wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß in dieser Saison 2023.